Verstehen Sie denn nichts von Autos? Noch nicht sehr viel. Ein Wagenheber. Wo ist denn der? Und Sie wollen eine Expedition machen? Na, Gott sei Dank fahren wir nur die Donau entlang. Wer hat denn das gesagt? Etwa nicht? Wir fahren in den Donauraum. Meistens unwegsames Gelände. Und Reparaturen? Wer macht die? Man hat mir gesagt, der Wagen ist robust und alle nötigen Werkzeuge sind dabei. Sie brauchen sich nicht mehr zu bemühen. Wir haben keinen Wagenheber. Was? Wir haben keinen. Dann werde ich wohl einen besorgen müssen. Sie können ja inzwischen die Zeit nützen und das Zeug hier wieder einräumen. Ich bin gleich wieder da. Professor Schulz, ich lasse mich von keinem Mann bevormunden. Was für eine Art, eine Expedition zu planen. Ach, ich habe diese Expedition nicht geplant. Ihr Chef, Dr. Wienert, hat sie mir aufoktroyiert. Er hat einen harmlosen Witz gemacht. Wie konnte er ahnen, dass Sie keinen Spaß verstehen? Ach, Spaß verstehen. Er sagte, meine Beweise sind nicht schlüssig. Ha, sind Sie das etwa? Er unterstellte mir, ich hätte ein Buch über die Adlerbergkultur geschrieben, ohne Beweise für meine Behauptungen zu besitzen. Ha, der Titel sagt ja alles. Verwischte Spuren. Ich muss jetzt links ins Feld eine. Ja, besten Dank. Tschüss. Guten Tag. Haben Sie vielleicht einen Wagenheber? Ja, schon. Ich habe da hinten eine Panne, einen Platten gefahren. Ja, warten Sie einen Moment. Ich habe sehr eilig. Ja, aber bringen Sie ihn bald wieder. Ich brauche ihn nämlich. Ja, wir kommen nachher gleich hier vorbei. Sie umgehen damit. Ja, ja. Ich geh kaputt. Nehmen Sie das Rad runter. Aber fix. Dass Sie wieder da sind. Oh, Sie haben schon alles aufgeräumt. Hoffentlich komme ich da durch. Ich hoffe auch. Fräulein Teichmann? Ja? Ich war nicht gerade freundlich vorhin. Ich auch nicht. Auf dem Weg hatte ich etwas Zeit zu überlegen. Ja? Ja. Sie hatten wohl recht. Womit? Dass ich mich habe hinreißen lassen. Ich hätte diese Wette nicht annehmen dürfen. Auch ich hatte Zeit zum Überlegen. Ja? Ja, Sie machen es schon ganz richtig. Ein Wissenschaftler muss zu seinen Behauptungen stehen. Was? Dr. Wienert hat Sie herausgefordert. Sie glauben doch an Ihre Adlerberg-Theorie. Allerdings. Ich finde es richtig, dass Sie die Gelegenheit benutzen, um die Wahrheit herauszukriegen. Die Wahrheit? Sie behaupten doch, dieses primitive Jägervolk bei Worms hat in der Bronzezeit einen Handelsweg bis zum Schwarzen Meer gebaut. Richtig. Eben. Da müssen Sie es auch beweisen. Ich glaube, ich habe meine Theorie bewiesen. Aber Professor Schulz... Thank you.
Wissen Sie, ich mache diese Expedition nicht, weil mich ein paar Zweifler auslachen. Nein. Nein. Ich habe diese Wette mit Dr. Wienert angenommen, weil ich sicher bin, dass ich zusätzliche Beweise liefern kann. Sicher, ne? Das geht sehr weit. Und weil ich meine Arbeit liebe. Ihre Theorie? Arbeit. Ich werde mit meinen Beweisen ein paar vorwitzige Mäuler stopfen. Wenn Sie die bedeutendsten archäologischen Köpfe Europas als vorwitzige Mäuler bezeichnen wollen? Die armseligsten Köpfe, die eine Theorie verdammen, weil sie über ihren Horizont geht. Über den Horizont jedes klar denkenden Menschen. Also, da sind wir wieder beim Thema. Es konnte ja nicht lange dauern. Wenn Sie die Wahrheit hören wollen, dann brauchen Sie ja nur mich zu fragen. Ich frage Sie aber nicht. Aha, und jetzt sind Sie bei Ihrem Lieblingsthema. Ich bin nicht fair. Wieso ist denn das Rad gewechselt? Sie brauchen sich die Höllen gar nicht anzuschauen, wenn Sie kein Interesse haben. Haben wir auch nicht. Doch, haben wir. Das ist doch Unsinn. In dieser Gegend gibt es keine archäologischen Beweise für Ihre Adlerbergkultur. Er sagt, er hat eine Keramikschüssel voller Haselnüsse gefunden. Ja, wie bei mir, wie bei mir. Stimmt. Das Vorratslager eines Eichhörnchens. Ich lache mich tot. Lieber Professor... Ich habe mit dem Museum in Linz telefoniert und die Erlaubnis erhalten, den Fund zu bergen. Basta. Und warum, bitteschön, ist er noch nicht geborgen? Mein liebes Fräulein Teichmann, was meinen Sie, wie viele Funde auf der Welt noch nicht geborgen sind? Quatsch. Sagen Sie, Herr Birnbreiter, wie kommen wir denn am besten nach Obereck? Also auf Ihrem Feld haben Sie Keramikschüsseln gefunden? Ja, ja. Wann? 5.000 Schilling haben die vom Museum bezahlt. 5.000 Schilling! Freut mich für Sie. Also dann bis gleich, Herr Birnbreiter, und vielen Dank. Ich bin dann gleich da. So, Sie haben jetzt nur noch 53 Tage. Ich weiß. Alter, ist schwer. Hier ist nicht viel los auf dieser Straße. Ja, das ist ja auch keine Hauptstraße. Und auch nicht der richtige Ort zum Schlafen. Wo wollen Sie denn überhaupt hin? Gen Süden, so weit wie möglich. Wenn es geht, bis ans Schwarze Meer. Da fahren wir auch hin. Wir fahren aber heute nicht sehr weit. Och, das macht nichts. Jedes bisschen hilft, wenn es nur ein paar Meter sind. Ihre Frau kennt mich ja schon. Ich bin nicht seine... Sie ist weder meine Frau noch... Och, das macht nichts. Das kenne ich. Was kennen Sie? Das Leben. Übrigens, mein Name ist Rogge. Paul Rogge. Das ist Fräulein Teichmann. Ich heiße Christoph Schulz. Sehr erfreut. Also bitte, kommen Sie, steigen Sie ein. Jo. So. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, ja. Oh, hier, ganz schön viel Krimskrams hier rum. Den müssen wir so schnell wie möglich wieder loswerden. Warum? Er sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Wir brauchen einen Grabungsarbeiter. Der könnte für 3 Mann arbeiten. Er könnte uns aber auch erwürgen. Haben Sie Angst? Unsinn. Aber Sie mit Ihrer Menschenkenntnis? Wir wollen einen Arbeiter und er will zum Schwarzen Meer. Sagt er. Herr Rogge? Ja? Wann wollen Sie am Schwarzen Meer sein? Oh, mir egal. Wieso? Na ja, irgendein Ziel muss ein Mensch ja haben. Sonst geht er kaputt. Die Hauptsache bei mir ist, dass ich so weit wie möglich von Hamburg wegkomme. Vielleicht sucht ihn sogar die Polizei. Mein alter Herr will nämlich, dass ich heirate. Aha, das ist ein Grund. Und Sie wollen zum Schwarzen Meer? Ja, aber ganz langsam. Wir fahren auch zum Schwarzen Meer. Ja. Auch ganz langsam. Ach, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts. Wir sind Archäologen. Ich gehe kaputt. Was? Die Ausrede finde ich herrlich. Aber sie stimmt. Wir sind wirklich Archäologen. Und wir werden uns unterwegs ein paar Funde anschauen. Falls wir welche finden. Schöner Urlaub. Sie könnten uns helfen. Ach, ich verstehe ja gar nichts von Archäologie. Wir müssen die Fundorte erst finden.
Und dann? Dann ausgraben. Das darf nicht wahr sein. Ah, Herr Birnbreiter. So, jetzt bin ich da. Gehen wir weiter. Da habe ich einen Wurm ausheben wollen. Ich werde gleich mal nachsehen. Wie lange wollen Sie denn hier bleiben? Ein paar Tage, ein paar Wochen, ich weiß nicht. Und immer zu arbeiten? Natürlich. Ich gehe kaputt. Können Sie etwas sehen? Ja, es sind tatsächlich Haselnüsse. Ich komme nicht ganz ran. Und die anderen Sachen? Ich sehe nichts anderes. Haben Sie nicht etwas von Gefäßen gesagt? Na ja, die müssen da unten irgendwo liegen. Wo? Mein Grum war viel größer, aber dann ist sie zusammengebrochen. So? Na ja, das macht nichts. Wir werden bald wissen, woran wir sind. Ich muss wieder arbeiten, wenn Sie mich brauchen. Ich bin in der Schupfen. Das ist gut. Wollen Sie hier wirklich weiter buddeln? Da können Sie Gift draufnehmen. Kommen Sie, Freund Teichmann, fangen wir an. Professor Schulz. Ja? Etwas gefällt mir nicht. Was denn? Der Bauer kommt mir so verschlagen vor. Och, das sieht nur so aus. Glauben Sie mir etwa, dass die Grube zusammengesackt ist? Ja. Und wenn nichts darunter liegt? Ja, dann haben wir Pech gehabt. Und der Bauer hat seine Grube, ohne dafür einen Finger krumm zu machen. Stimmt. Wenn Fräulein Teichmann recht hat, was mich überraschen würde, dann schütten wir das Loch einfach wieder zu. Zufrieden? Gar nicht. Sie müssen ja nicht, wenn Sie nicht wollen. Ja. Ich geh! Gut. Traumreise. Es ist nicht dasselbe, als wenn man nur ein Loch gräbt. Man muss sich vorsichtig und langsam herantasten. Ja, ja. Keine Angst, Herr Rogge. Sie kommen auch noch auf den Geschmack. Oh, das ist gar nicht meine Absicht. Freund Teichmann, kommen Sie mal her. Was ist denn los? Was gefunden? Ja, das will ich meinen. Hier, schauen Sie mal darunter. Ein künstlicher Hohlraum. Jawohl, aber kein neuzeitlicher. Woher können Sie das wissen? Hier, halten Sie mal. Der Bauer hat nicht gelogen. Das ist tatsächlich zusammengesackt. Hier, geben Sie mal die Lampe. Hier. Was ist denn das? Wo? Da hinten. Das sind die Gefäße, von denen der Bauer sprach. Das sind Töpfe der Muschelsammler. Noch nie im Leben. Ein eindeutiger Beweis, dass die Adlerberg-Kaufleute... Nur mal langsam, Herr Professor. Ich finde es viel angebrachter, die Funde für das zu halten, was sie sind. Nämlich? Steinzeit. Fräulein Teichmann, wie viele Semester haben Sie eigentlich? Genug, um zu wissen, dass das Steinzeit ist. Bronzezeit. Steinzeit. Stein oder Bronze. Die Arbeit ist vorbei, nicht wahr? Vorbei? Jetzt fängt es erst richtig an. Wir müssen uns beeilen. Oh, oh, Mann. Fahren Sie später über Linz? Ja, wahrscheinlich. Über Graz? Nein, warum? Schade. Ich muss unbedingt nach Graz. Seit wann denn das? Warum? Auf Wiedersehen. Ja, wollen Sie nicht... Sie sehen doch, er muss so schnell wie möglich nach Graz. Tja, also dann. Tschüss, ne? Gott sei Dank. Sie haben ihn vertrieben mit Ihrer freundlichen Art. Sie sabotieren. Reden Sie doch keinen Unsinn. Jetzt haben wir keinen Grabungsarbeiter. Na, wenn schon. Eine große Steinplatte. Die wohl als Dach diente. Dann ist es bestimmt ein Fund aus der Steinzeit. Es ist Adlerberg. Ich habe dort unten Gefäße in Glockenbecherform gesehen. Ganz klar. Wo haben Sie diese angeblichen Glockenbechergefäße gesehen?
In dem Raum, wo der Kaufmann sie vor 4000 Jahren deponiert hat. Vor 6000 Jahren. Wir werden ja sehen, wer recht hat, Fräulein Teichmann. Das werden wir. Oh, ich habe hier noch meinen Hut vergessen. Herr Rogge? Ja? Können Sie mir noch einen Gefallen tun und mit mir die Steinplatte wegrücken? Ja. Aber nur die Platte. Die ist aber ganz schön groß, ne? Versuchen wir es mal. Ja. Nach hier drüben. Ja, okay. Etwas anheben. Mann, oh Mann. Steinzeit. Du musst aber wirklich weg. Ich glaube, das genügt. Ja, auch. So, jetzt aber Schluss. Tschüss. So, Freund Teichmann, jetzt werden Sie die Beweise gleich sehen. Ich hole nur noch meine Instrumente. So ein starkköpfiger, besessener. Freund Teichmann! Freund Teichmann, sind Sie da unten? Wo denn sonst? Sind Sie verletzt? Bis jetzt noch nicht. Wie kann man nur so dämlich sein? Dämlich? Wenn man Interesse an Ihrer blöden Adlerbergkultur zeigt? Bleiben Sie da unten und bewegen Sie sich nicht. Ich hol Sie raus. Okay. Was kommt davon, wenn man sich breitschlagen lässt? Und Mädchen auf eine Expedition mitnimmt, verdammt. Mist. Vorsicht, ziehen Sie den Kopf ein. Ich glaube, der Knoten war nicht richtig. Vorsicht, die Wand! Das alles hier so anschaue. Adlerberg, was? Leider nicht. Also doch Steinzeit? Mm-mm. Weinkeller, Ende 19. Jahrhundert. Und die Töpfe? Wenn ich das richtig sehe, hat sich die Herr Birnbreiter von seinem Nachbarn Moosbacher ausgeliehen. So ein Gangster. Und warum hat er uns so angeschmiert? Weil er die 5000 Schillinge vom Museum haben wollte. Wie Moosbacher. Und wir müssen dafür herhalten. Schweinerei. Da bin ich zum ersten Mal Ihrer Meinung. Danke. Herr Professor! Ja? Wo handeln Sie? Hier unten in der Höhle. Ganz unten? Ja! Die Wand ist eingestürzt. Versuchen Sie, die Steinplatte vom Eingang wegzukriegen. Ich hole einen Traktor von meinem Bruder. Ja, aber machen Sie schnell! Adlerberg. Kommen schnell! Helfen Sie mir! Die zwei Professor sind in die Grube gefallen! Kommen Sie! Ja, okay. Kommen schnell! Ab! Professor! Professor, sind Sie da unten? Ja.
Alle beide? Ja. Ha, ich lache mich kaputt. Los, holen Sie uns doch endlich raus, verdammt nochmal. Und mit Ihnen, Herr Hirnbreiter, habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Sie sind ja ein Betrüger. Das ging gegen Sie. Ja, da wird's wohl nichts mit meinen 5000 Schilling. Nee, die ganz vergessen. Freund Teichmann, wie oft in Ihrem Leben haben Sie schon Erbsensuppe gekocht? Noch nie. Man schmeckt's. Dann kochen Sie bitte das nächste Mal selbst. Sagen Sie, warum schleppen Sie eigentlich diesen Champagner mit sich herum? Ich habe mir fest vorgenommen, den trinke ich erst am Schwarzen Meer. Alleine. Und die Pillen, die Sie da pausenlos schlucken? Vitamine. Die braucht doch der Mensch, sonst geht er kaputt. Tja, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Moment mal, und wo schlafe ich? Wie? Wenn ich Ihnen mein Zelt anbieten darf? Nein, danke. Ich glaube, das Zelt ist besser für den Herrn Professor. Ich? In dieses Zelt? Ich etwa? Schöner Kavalier sind Sie. Ich schlafe im Wagen. Gute Nacht. Aber Freund. Tja, Herr Professor. Für zwei Mann reicht das leider nicht. Gute Nacht. Ja, aber die Nächte sind kühl. Tja, aber drinnen ist wärmer als draußen. Gute Nacht, Professor. Kaufe ich mir ein Zelt.